3, 4. Für Rolf Batram ist Corona lebensgefährlich. Er lag nach einem schweren Unfall 10 Monate lang im Wachkoma. Bring dich so mit rein. Und so, dass man das von außen sehen kann. Ja, er ist eine Lungenmaschine gewesen und hat ja nicht diese. Ja, er ist schnell außer Puste, außer Atem. Er kann ja nicht so. Und dann durch sein Schädel-Hirn-Trauma gehört er zur Risikogruppe. Normalerweise geht Rolf 3-mal in der Woche zur Therapie. Doch dieses Risiko will seine Mutter nicht eingehen. So üben die beiden im Garten, vor allem links. Das Laufen. Rolf musste das alles wieder lernen. Rechts. Ich kann jetzt nicht draußen, ich möchte mich nicht anchecken mit diesem Coronavirus. Eine Horrorvorstellung da, dass ich ihn in einem Krankenhaus und kann ihn nicht besuchen. Also da würde er auch nicht mit klarkommen, das weiß ich auch. Super. Toll. Fußball. Das war bisher eigentlich das zweite Leben von Rolf Batram. Doch bei unserem letzten Besuch, kurz vor Ausbruch der Corona-Krise, war das schon anders. Rolf Batram ist jetzt auch ein starker Junge mit Kutte. Stärker. Ja? Ja. Wie ein Rocker? Oh, natürlich. Beinhart wie ein Rocker. Beinhart wie ein Schocker. Beinhart wie ein Flaschbier. Beinhart geht ab hier. Beinhart wie ein Rocker. Beinhart wie ein Schotter. Seit einem halben Jahr ist er auch Mitglied in einem Trucker-Club. Und die holen ihn auch gerne mal ab. Na, alles gut? Alles bestens. Alles bestens. Ja, 100%ig. 1000%ig, ja. Endlich mal wieder mitfahren. Ja. Mit 22 war Rolf Batrams Leben eigentlich schon vorbei. Am 17. August 2009 wird der gelernte Bäcker nachts um 4 Uhr von einem Autofahrer übersehen. Das Herz hat bereits aufgehört zu schlagen, als der Krankenwagen eintrifft. Rolf muss reanimiert werden. Also ich kann Ihnen sagen, der Verletzungsstatus war katastrophal. Alle 4 Extremitäten, Arme und Beine waren gelähmt. Die rechte Pupille war, da wo der Aufprall war, war primär weit. Es kam zu einer schwerwiegenden Schwellung des Gehirns. Das Draht aus dem Deckel, wo der Deckel entfernt ist, draht das Hirn aus. Einmal sagten sie sogar, ja, wir geben ihnen noch 8 bis 12 Stunden zu leben. Ja, der Hammer. Ganz, ganz schlimm. Rolf überlebt und bleibt doch in einer Zwischenwelt hängen. Er liegt in seinem Bett, die Augen offen, aber er reagiert nicht. Rolf? Das war ja irgendwo kein Leben, diese Monate. 7 Wochen Krankenhaus, 7 Monate Bremen, das war kein Leben. Er konnte gar nichts. Null, also er machte zwar die Augen auf und blickte durch einen durch, aber sonst kam gar nichts. Was genau bekommt Rolf damals von seiner Umgebung mit? Dann schlaf ruhig, wenn du müde bist. Ne? Du machst die Augen zu. Genau. Ich bleib bei dir. Heute kann er darüber sprechen. Dann liegt man im Koma und ist dann wach. Man schläft nicht, man ist dann auch wach. Man hört dann nur Sachen. Meine Mutter hat mit dem Arzt gesprochen, wie es mir geht. Und du konntest aber nicht sagen, mir geht's gut oder mir geht's. Hast du es versucht? Versucht habe ich es. Ging nicht. Versuchst du mal die Augen aufzumachen, Rolf? Rolf kann sich nicht bemerkbar machen. Da versucht es Petra Batram mit einem Trick. Sie verspricht ihm, dass er die Spieler des FC Bayern München treffen würde, wenn er nur endlich wieder reagiere. Kannst mal versuchen.
Da waren wir allein im Zimmer und dann sagte ich, Rolf, heb mal, wenn du kannst, gib mal ganz viel Mühe, heb mal deinen rechten Fuß. Und dann kam da, also ging der Fuß hoch und habe ich gedacht, ja, vielleicht Zufall. Versuchst du es nochmal, Rolf? Ich versuche nochmal. Ganz langsam. Ja, super. Ganz toll. Und dann wollten die Ärzte ja nicht glauben, dass er reagiert. Und da habe ich gesagt zu der Ärztin, ich sage doch, ich sage, er reagiert. Und da sagt sie, nein, tut mir leid, sagt sie, ich wäre als Mutter nicht anders, aber er reagiert nicht. Der ist, haben mich schon abgeschrieben. Dann habe ich gesagt, Rolf, heb mal deinen Zeigefinger. Und dann hat er das auch vor, war die Ärztin bei. Ich sage, zeig mir mal deinen Ringfinger. Dann kam ganz langsam der Ringfinger hoch. Und da stand die Ärztin da auch mit Tränen in den Augen und hat gesagt, das haben wir nicht gewusst. Aber die wollten es gar nicht glauben. Hm. Was hast du denn da gedacht? Wir haben denen das gezeigt. Rolf kann erst heute, über 10 Jahre nach dem Unfall, so über seine Zeit als Wachkoma-Patient sprechen. Seine Mutter allerdings weiß das schon damals. Ihr Sohn ist die ganze Zeit bei Bewusstsein. Sie nimmt Rolf mit nach Hause. Dann haben sie ihn in sein Zimmer geschoben. Dann habe ich gesagt, jetzt bist du in dein Zimmer, Rolf. Ich sage, und hier gehst du nicht wieder weg, hier bleibst du jetzt. Ich habe mein Zimmer gesehen und dachte, oh gut, Rolf, du lebst jetzt doch noch. Und dann lief ihm eine Träne übers Gesicht. Aber ohne Mimik, es kam kein Gesichtsausdruck, nur die Tränen liefen. Mama, ja! Und Rolf erholt sich nicht nur gut, seine Fortschritte und seine positive Art machen es der Familie leichter, sein und ihr Schicksal besser zu ertragen. Komm mal her, Alter. Ich muss das so akzeptieren. Also, ich sag mir immer, andere sind noch schlechter dran. Wir haben ja Glück. Wir haben ganz viel Glück, dass er so weit gekommen ist. Andere haben die Kinder immer noch liegen und 2011 treffen wir Rolf und seine Familie das erste Mal. Er wird damals noch künstlich ernährt, ist auf den Rollstuhl angewiesen. Die Familie baut gerade ein behindertengerechtes Haus. Einmal hops. Und nochmal. Oh. Als wir 7 Jahre später wieder klingeln, macht uns Rolf Batram selber die Türe auf. Hallo Rolf. Hallo. Wie geht's dir? Sehr gut. Rolf kann jetzt laufen. Rolf kann beim Kochen helfen. Rolf kann staubsaugen. Rolf kann die Betten abziehen. Ach, Rolf kann so viel jetzt. Ich will erschaffen können. Rolfs Genesung hat auch viel mit dem FC Bayern München zu tun. Als er noch im Wachkoma lag, erzählte ihm seine Mutter, dass Uli Hoeneß von seiner Geschichte erfahren habe und Rolf für die Spieler ein großes Vorbild sei. Was nur als Motivationshilfe gedacht ist, entwickelt sich zu einem Selbstläufer. Rolf ist davon überzeugt, dass er dieses Vorbild wirklich ist. Bis heute. Meinem Freund Rolf Batram, gute Besserung. Der Uli Hammer, Hoeneß. Das ist ja klasse. Ich bin Vorbild. Sie haben Poster von mir. In der Umkleidekabine hängen. Wenn die spielen, fragt Uli die, was macht sie jetzt? Dann immer, wie kommen sie jetzt? Und Vorbild Rolf Batram an, der ist stark und wir gehen jetzt stark auf den Platz. Fußball war dann da sein Leben und dann habe ich da, bin ich davon angefangen und dann habe ich gesagt, wenn du wieder fit bist, Rolf, dann wirst du die Bayern-Spieler kennenlernen, dafür sorge ich. Bei seinem ersten Besuch im Studio von Stern TV trifft Rolf 2011 dann Philipp Lahm. Würden wir euch natürlich sehr, sehr gerne nach München einladen. Erstmal zum Training, wenn du Lust hast natürlich. Und wenn du dann noch Lust hast, dann auch noch ins Stadion. Okay, ja. Sportfreunde. Ja. Und hilf mit, hilf mit. Schwer, ne? Ja. März 2020. Wir sind wieder bei Batrams zu Besuch und kommen gerade rechtzeitig, denn Rolf nimmt Abschied von seiner Vergangenheit
von Krankenbett und Bayernwänden. Ich kriege ein neues Bett. Mein Zimmer soll gut aussehen. Nicht mehr so bunt. Nicht mehr so rot, ne? Ja. Irgendwann sieht man rot, ne? Ja. Ja, er will jetzt Normalität in sein Leben bringen. Also nicht mehr Pflegebett, nicht mehr Bayern. Er kommt so auf dem alten Stil, wie er vor dem Unfall sein Zimmer hatte. Und das möchte er jetzt wieder. Müssen wir hinterher gucken? Mama, winke, winke. Tschüss, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ne? Genau. Petra Battram versucht alles, um Rolf zu helfen, wieder der Alte zu werden. So gut das eben geht. Hallo. Hallo, moin. Ich bin Eilos. Moin. Wir bringen ein Zimmer für dich. Ja, super. Danke. Ja. Dürfen wir reinkommen? Ja. Machen wir das. Richtig gut sehen wird er wohl nie mehr können. Deswegen ist sein Gang immer noch etwas unsicher. Bist du gespannt? Ja. Er sollte auch. Du musst weiterkämpfen, um mehr zu können, wieder laufen zu können und schreiben und um zu sehen. Manchmal denke ich dann, wenn er da so sitzt und nachdenkt, dann sage ich immer, Rolf, ist alles okay? Du kannst mir mal alles erzählen? Ich sage jetzt alles. Ich sage, aber ich kann dir nur helfen, wenn du mir das sagst. Und nee, Mama, ich bin gut zufrieden. Ich sage, bist du traurig, dass du nicht mehr so bist, wie du vorher warst? Und dann sagt er, nee, ich bin ja jetzt, ich habe ja jetzt auch alles, sagt er. Ich muss ihm das auch glauben und ich glaube ihm das auch. Und dann darf Rolf sein neues Zimmer sehen. Bist du, ja, freust ja. dich? Ist das okay? Wie? Wow! Das sind die schönsten Momente, wenn er sich dann freut. Die, ja, das macht mich glücklich. Viel mehr braucht man ja auch nicht als Mutter. Bin ich richtig froh. Wenn man die Kinder glücklich sieht, dann ist man doch auch glücklich. Und ich liebe dich. Ich ja. Ja, ich dich ganz toll. Ne? Hm. Ich dich mehr. Viel mehr. Ne? Ja. Danke, Rolf. Bitte. Nicht nur der Kämpfer Rolf ist ein Vorbild, auch Mutter Petra ist das. Sie hat Rolf nie aufgegeben. Andere Eltern mit Kindern, die im Wachkoma liegen, melden sich bei ihr. Ich weiß noch, vor 4, 5 Jahren hat eine Mutter angerufen, die hatte, mit der hatte ich telefoniert, die hat geweint am Telefon und dass es sich nichts ändert und sie nicht mehr an das glaubt, dass da was kommt. Und dann habe ich ihr auch gesagt, versuch das mal, geh mal und bleib bei ihm und so viel wie Stunden, wie es geht. Ja, und dann hat sie das gemacht und dann genau auf dem Heiligabend rief sie an, ich wollte ein Weihnachtsgeschenk machen. Und dann sage ich, was denn? Er ist wach. Und dann sagt sie, ich habe alles so gemacht und genau so ist es eingetreten, genau wie du gesagt hast, sagt sie. Und das war das Schönste. Hallo. 10 Monate lang lag Rolf im Wachkoma, von allen aufgegeben, nur von seinen Eltern nicht. Heute, 11 Jahre nach dem Unfall, ist Rolf Mitglied in einem Triker-Club. Und gemeinsam rocken wir das. Besten Dank von euch. Ja. So, oh, wie cool, ey. Genießt die Fahrt. Nein. Bis gleich. Bis gleich. Viel Spaß. Danke. Sie haben. Das glaube ich, dass du die hast. Ja. Die habe ich auch. Ich bin dann frei. Brauche mir nicht konzentrieren. Ich kann über Sachen nachdenken. Über mein Leben. Und wie ich mich vorgekämpft habe, dass der Unfall und was ich noch erreichen will. Doch wegen Corona fallen die Ausfahrten flach. Aber Rolf lässt sich seine Laune dadurch nicht vermiesen. Es ist langweilig und trotzdem habe ich sehr gute Laune. 1, 2, 3, 4, 5,
Dreck kommt von der Straße. Wie Dreck kommt von der Straße? Komm, du gleich, du. Denkst du, was ich gleich die Straße aufräume, du? Vier. Na. Bleib gesund. Und verliert nicht den Mut. Und wir sehen uns bald wieder.